Die Fristen für die Steuererklärungen haben sich mal wieder geändert. Und in diesem Video sage ich dir einmal, bis wann du eigentlich welche Steuererklärung abgeben musst. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und ich könnte fast sagen, willkommen zu der Videoreihe über die veränderten Abgabefristen der Steuererklärungen. Der Gesetzgeber hat mal wieder die Deadline für die Steuererklärungen angepasst. Für dich ein ganz wichtiger Hinweis, das gilt immer für alle Steuererklärungen, die du machen musst. Also sowohl für die Einkommensteuer als auch für die Umsatzsteuer und gegebenenfalls auch die Gewerbesteuer. Für die gilt immer der gleiche Tag als Abgabefrist. Und diese Abgabefrist, die hat sich jetzt gerade mal wieder geändert. Doch warum wird diese Frist eigentlich ständig angepasst? Angefangen hat das während Corona. Da mussten plötzlich alle Finanzämter auf digitale Arbeitsweise umstellen und da gab es einfach viel Arbeitsstau und es mussten zusätzlich ganz viele Leute das erste Mal eine Steuererklärung abgeben, weil einige Leute in Kurzarbeit waren und die dadurch verpflichtet waren, jetzt das erste Mal eine Steuererklärung abzugeben. Doch die Arbeit hat sich natürlich nicht nur in den Finanzämtern aufgestaut, sondern auch bei den Steuerberatern. Viele Steuerberater waren wirklich intensiv involviert in die ganzen Themen rund um die Corona-Hilfen. Und auch jetzt in diesem Jahr, also im Jahr 2022, da gibt es eine große Grundsteuerreform und auch da sind viele Steuerberater aktiv dabei und haben viel mehr Arbeit, als sie normalerweise haben und das führt halt dazu, dass sich die Arbeit sowohl bei den Steuerberatern gerade ein bisschen auftürmt, als auch bei den Finanzämtern und deswegen hat der Gesetzgeber mal wieder die Fristen für die Steuererklärung angepasst. Schauen wir uns am besten erst einmal an, wie sind denn eigentlich normalerweise die Fristen? Das heißt, was kannst du dir eigentlich für den Normalzustand merken? Da musst du deine Steuererklärungen immer bis zum 31.07. des Folgejahres abgeben. Das heißt, deine Steuererklärung 2021 musst du abgeben bis zum 31.07.2022. Steuerberater haben immer ein bisschen länger Zeit. Und zwar haben Steuerberater insgesamt 14 Monate statt 7 Monate. Das heißt, deine Steuererklärung für 2021 muss, wenn du denn einen Steuerberater haben solltest, abgegeben werden bis zum 28.02.2023. An der grundsätzlichen Regelung hat sich jetzt auch gar nichts verändert, aber die Abgabefristen für bestimmte Jahre haben sich verändert. Das Jahr 2020 sollte inzwischen eigentlich hoffentlich erledigt sein. Aber schauen wir uns mal das Jahr, also die Steuererklärungen für das Jahr 2021 an. Die musst du abgeben bis zum 31.10. des Folgejahres, also bis zum 31.10.2022 musst du deine Steuererklärungen abgeben, wenn du keinen Steuerberater hast. Wenn du allerdings einen Steuerberater haben solltest, also wenn wir zum Beispiel deine Steuern machen, dann hast du nicht 10 Monate Zeit, sondern 20 Monate. Dann muss deine Steuererklärung für 2021 abgegeben werden bis zum 31.08.2023. Doch es wurden nicht nur die Fristen für die Steuererklärung 2021 angepasst, sondern auch für das laufende Jahr, also für 2022. Warum ist eigentlich relativ logisch? Wenn die Steuererklärung von 2021 später abgegeben werden, dann arbeiten die Finanzämter, Steuerberater und auch Steuerpflichtigen ja erst später an der Steuererklärung für 2022 und dann muss auch diese Frist nach hinten geschoben werden. Für dich, wenn du keinen Steuerberater haben solltest, gilt da die Frist 2.10.2023. Das heißt, du hast ungefähr 9 Monate Zeit für deine Steuererklärung. Wenn du einen Steuerberater haben solltest, dann hast du auch da 10 Monate länger Zeit. Dann musst du deine Steuererklärung für 2022 bis zum 31.07.2024 abgeben. Das heißt, du hast insgesamt für die Steuererklärung für 2021 und 2022 etwas mehr Zeit. Meine persönliche Prognose ist allerdings, das war es noch nicht. Wenigstens für die Steuererklärung 2023 wird der Gesetzgeber nochmal irgendwelche Updates bringen. Das heißt, es bleibt spannend und es ist wahrscheinlich auch nicht das letzte Video in dieser Reihe. Wenn du dir jetzt denkst, ich will auch die längere Frist haben, also die Steuerberaterfrist, aber du hast gar keinen Steuerberater, dann beauftrag doch einen Steuerberater. Uns zum Beispiel. Wir sind digitaler Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und wir helfen dir gerne bei deiner Buchhaltung und deiner Steuererklärung. Alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir weiterhelfen können, das erfährst du, wenn du hier klickst. Schau auch gerne erstmal unsere weiteren Videos. Wir haben zum Beispiel einige Steuertools angeschaut, mit denen du deine Steuererklärung selber machen kannst. Die findest du einmal hier und hier findest du weitere Videos.